Und herzlich willkommen zu Flip, eurem Fashion- und Lifestyle-YouTube-Channel hier im TV Mein Ignite. Bei uns geht es heute wie immer um Fashion, Workouts, DIYs und natürlich richtig yummy Essen. Ihr seht, ich habe es mir ein bisschen bequem gemacht und fragt euch aber bestimmt auch, warum hat sie denn die Taucherbrille im Gesicht? Ja, Freunde, ich sag euch, es ist endlich Zeit zum Anbaden. Endlich wieder warm genug für das Freibad oder auch einen Kurztrip zum Meer oder einen Badeausflug mit dem Boot. Und letzteres haben ASOS Student Insider Nanda und ich unternommen. Und damit ihr natürlich auch was davon habt, haben wir richtig frische und sommerliche Styles für euch eingepackt. Outfit habt, dann zeigt uns das doch gerne unter dem Hashtag FlipFashion. Das hat auch MyLifeSAnne gemacht und zwar hat sie uns ihr Boho-Outfit gezeigt. Vielen lieben Dank dafür. Ich finde dein Outfit Bohemian Beautiful. Beautiful. Und wo wir gerade von Beautiful sprechen, unsere wunderschöne Ella feiert heute ihren Einstand hier bei Flip. Und so als Freshman muss man natürlich aber auch erstmal eine Prüfung bestehen. Und deswegen hat sie für euch im nächsten Clip seltsame Sportgeräte getestet. Und ich glaube, es war ziemlich lustig. Schaut's euch an. Hi, ich bin Ella und ich habe mir gedacht, wir könnten heute doch mal einfach irgendwelche seltsamen Sportgeräte testen, die was für die Figur machen und Spaß machen. Und eins davon kennt ihr wahrscheinlich schon, nämlich das Trampolin. Fangen wir an mit dem Balance Board. Das gibt es in verschiedenen Preiskategorien. Sehr teuer, sehr günstig. Das hier kriegt man für 20 Euro im Internet und das probieren wir mal aus. Mein Fazit ist, das ist schon anstrengend. Es wird auf jeden Fall immer anstrengender, je besser man sich schlägt. Es ist wahrscheinlich eher für jemanden, der ein bisschen mehr Muckis hat als ich. Aber es ist nicht so mein Favorit. Es ist okay, aber ich würde es mir, glaube ich, persönlich nicht kaufen.
Das nächste Teil ist dieses schöne Teil. Das ist ein Pogo-Stick. Der erinnert mich so ein bisschen an Kinderspielzeug. Ich habe auf jeden Fall voll Bock, das auszuprobieren. Es wird allerdings vorrangig im Extremsport benutzt und die machen damit krasse Kunststücke. Und ich bin gespannt, was ich damit so machen kann. Also schauen wir mal. Vorher noch letzte Worte. Mami, ich hab dich lieb. Also Leute, das hat richtig großen Spaß gemacht. Das ist total cool. Man braucht ein kleines bisschen, bis man reinkommt, bis man weiß, wie man sich irgendwie halten muss, damit man nicht nur rückwärts hüpft oder sich auf die Nase legt. Und ich würde sagen, ich nehme es jetzt einfach mit nach Hause. Das merkt keiner. Tschüss. Das nächste, was wir testen, ist dieses Gerät. Das ist ein Flexibar. Und das soll man dazu benutzen, um tiefere Muskelgruppen zu erreichen, die man sonst so mit Sit-Ups und Push-Ups und all diesem Kram nicht erreicht. Und das nimmt man und dann wackelt man. Und das soll helfen. So Winkearme und so. Ich probiere das jetzt mal aus. Au! Alter Falter, ist das anstrengend. Au! Okay, die Grundidee ist nicht schlecht. Tiefere Muskelgruppen und so finde ich super. Aber ganz ehrlich, das würde ich mir kaufen, das würde ich dreimal machen und dann würde ich es im Keller verschwinden lassen. Das ist mir echt viel zu anstrengend. Da mache ich lieber Push-Ups, die ich nicht mache. So sieht es nämlich aus. Oh Gott. Das nächste ist der AB-Roller und der ist so gedacht, dass man sich auf die Knie setzt, stellt, hockt und dann nach vorne rollt und sich dann wieder zurückrollt. Klingt einfach. Bin gespannt, ob es das ist. Ah, das wird schon. Gar kein Problem. Das ist ungerecht. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das könnt, ich bewundere euch. Ich kriege es nicht hin. Nein. Das ist das Teil des Todes. Ich werde es nicht. Nein. Jetzt kommt das Letzte und zwar das, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe, das Trampolin. Das ist ein super Ausdauertraining und soll so anstrengend sein wie 10 Minuten Joggen. Ich bin gespannt. Spaß auf jeden Fall. Mein Favorit ist auf jeden Fall die Pogo-Stange, weil das am meisten Spaß gemacht hat und danach gleich das Trampolin. Aber jetzt, liebe Freunde, reicht's auch dann, ne? Oh, kennt ihr das, wenn ihr einfach wünschtet, ihr hättet eine Kurzhaarfrisur? Ja, es gibt aber auch eine andere Möglichkeit und zwar dieses Haarband. Und Melissa zeigt euch jetzt, wie ihr das ganz einfach aus alten Strumpfhosen basteln könnt. Und dann sind die Haare aus dem Gesicht. Voila! Heute brauchen wir Strumpfhosen, 3 Stück in verschiedenen Farben, dann ist der Look ein bisschen cooler. Außerdem ein Maßband, um euren Kopf auszumessen, eine Schere und Nadel und Faden. Als erstes messt ihr euren Kopf aus. Falls ihr kein Maßband habt, könnt ihr auch einfach ein Stück Faden nehmen und dann genau da abschneiden, wo es aufhört. Dann habt ihr auch genau eure Länge. Aber wir sind hier professionell, wir haben ein Maßband. So, das sind bei mir 55 cm. Ist es jetzt groß, ist es klein? Ich glaube, es ist so mittel. Ich habe ja einen relativ langen Kopf. Mehr so gurkenförmig. Also, das merkt ihr euch für später. Und dann nehmen wir jetzt unsere Strumpfhosen und schneiden die Beine ab. Das ist auch das perfekte DIY für all eure alten Strumpfhosen, die nur ein Mini-Loch haben, aber man kann sie trotzdem nicht mehr anziehen. Das ist der Augenblick, wo sie wieder rauskommen. Wir brauchen jetzt zum Flechten tatsächlich nur 5 Beine, deswegen könnt ihr euch überlegen, welches Bein dann raus soll. Das ist jetzt mein Farbspektrum, was ich mir ausgesucht habe. Und jetzt legt ihr die einfach alle aufeinander. Und jetzt müsst ihr die mit irgendwas fixieren. Also ich nehme jetzt einfach ein großes Stück Klebeband und klebe das fest. Alternativ könnt ihr auch was ganz Schweres draufstellen. Ein alter Trick ist auch, mit einer Sicherheitsklammer durch alle zu pieksen und sich das am Hosenbein festzumachen und da zu flechten. Ihr könnt mal nett jemanden fragen, der ganz viel wiegt, ob er sich kurz draufsetzt oder so. Es geht alles. Jetzt macht ihr euch alle einzeln, so. Und eigentlich weben wir jetzt, also drüber, drunter, drüber, drunter.
dann alles ein bisschen fest zu rund gerade ziehen. Der Anfang ist immer am schwersten, danach wird es einfacher. Und das macht ihr so lange, bis nichts mehr da ist. Nicht vergessen, immer schön gerade ziehen. Falls euch das jetzt zu dick ist, das kann man natürlich auch mit viel weniger Strumpfhosenbeinen machen oder man nimmt tatsächlich nur drei und flechtet sich so ein Band. Das geht alles. Oder einfarbig, auch okay. Wenn ihr jetzt am Ende angekommen seid, dann guckt ihr einfach, okay, was ist das längste Beinchen, was übrig ist und schlagt das einfach ein mit den anderen. So. Und das fixieren wir dann auch nochmal mit ein paar Stichen. So, und am besten immer drin einstechen, damit man den Knoten und den Faden nicht sieht. Und dann stechen wir jetzt einmal durch alle durch, damit sich das hier nicht mehr auftrennen kann. Und dann machen wir das einfach zu. Jetzt könnt ihr gucken, entweder ihr nehmt das Maßband oder gleich das ganze Tuch und checkt ab, okay, wie eng muss ich es ungefähr machen, damit es um meinen Kopf passt. Ungefähr so eng bei meinem Kopf. Und dann näht ihr einfach diese beiden Enden hübsch zusammen. Schön ist immer, wenn man hier in der Mitte so eine Raffung hat. So, und das gerne auch noch innen fixieren, damit ihr wirklich safe seid. Tada, fertig! Seht ihr, wie cool das Muster ist? Viel cooler als beim Flechten. Also diesen Sommer wird gewebt. Tada, sehe ich strandfertig aus in meinem dicken Wollpulli. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und rockt damit den Strand für mich. Kennt ihr das? Man liegt so am Strand und irgendwann fängt man aus Langeweile an, alle möglichen Leute, die an einem vorbeilaufen, abzuchecken. Eine andere Frau läuft vorbei. Oh, ein heißer Typ läuft vorbei. Macho läuft vorbei. So Leute, ich muss mal ganz kurz raus aus der Studiosonne, weil die bratzt heute echt ganz schön und da muss man am Sommeranfang ganz besonders gut aufpassen, damit man sich keinen Studio-Sonnenstich zuzieht. Deswegen machen wir jetzt ein kleines Schattenpäuschen, ich kann mich ein bisschen erholen und danach geht es sommerlich weiter mit Melissa, die zeigt euch, wie ihr euch Palmen auf die Nägel machen könnt und Ella the Bee macht Salate im Glas. Also unbedingt dranbleiben und bis gleich. Zurück bei Flip, eurem YouTube-Channel hier im TV bei Nick Knight. Heute mit dem Thema Anbaden. Und ich habe jetzt ein Bildrätsel für euch. Und zwar kennt ihr bestimmt die Dinger hier. Eigentlich klopft man die in die Wand, so mit dem Hammer. Und das andere Wort ist auf diese Pflanze hier bezogen. Nennt man auch Palme. Also Nägel, Palm, Palm, Nägel. Aha, macht's Klick? Okay, wenn nicht, dann zeigt euch jetzt Melissa auf jeden Fall, wie ihr ein Palmendesign auf eure Fingernägel zaubern könnt. Für unsere Tropical Nails brauchen wir einmal schwarzen Nagellack, rosa und türkis. Außerdem brauchen wir einen Pinsel und ein Schwämmchen. Da könnt ihr einen alten Abwaschschwamm nehmen oder so einen alten Make-up-Pinsel von euch. Ihr könnt natürlich auch neue kaufen. Als erstes fangen wir mit der hellen Farbe an, in dem Fall das rosa, und lackieren den ganzen Nagel. Gut trocknen lassen. Als nächstes holt ihr euch eure zweite Farbe, mit der ihr diesen Ombre-Look machen wollt. Und es ist ganz gut, wenn ihr dafür einen nehmt, der nicht so super quick-dry ist. Jetzt nehmt ihr euer Schwämmchen und tupft ein bisschen in den Nagellack. Und dann fangt ihr einfach an, die Spitze eures Nagels damit zu betupfen. Und geht ruhig bis an die Seiten hier außen. Und wenn ihr drüber malt, ist es überhaupt nicht schlimm, weil das können wir gleich mit einem Wattestäbchen und Nagellackentferner einfach wegmachen oder ihr nehmt euren Pinsel dafür. Und das macht ihr jetzt einfach mit allen anderen Nägeln auch. Fertig getupft. Das muss jetzt alles gut durchtrocknen und in der Zeit könnt ihr schon mal außen die Ränder sauber machen und dann malen wir unsere Palmwedel auf. Jetzt kommt der schwierige Part, nämlich holen wir uns einen dünnen, langen Pinsel und malen Palmblätter rauf und Palmen, weil es ist ja tropical und dann fühlt ihr euch gleich an euren Strandurlaub erinnert. Und jetzt geht ihr mit dem Pinsel da rein, nehmt ein bisschen schwarz und macht einen langen Strich. Und am besten fangt ihr dick an mit viel Druck und werdet dann immer zarter. Jetzt holt ihr euch wieder ein bisschen Farbe, drückt auf und macht das Gleiche an der Seite. Und dann habt ihr einen Palmwedel
im Sonnenuntergang. Wem jetzt aber ein Palmwedel nicht genug ist, der kann natürlich auch eine ganze Palme malen. Das ist echt besser, wenn ihr dann ein bisschen neuen Nagellack nehmt, wie bei mir, weil der war jetzt schon so ein bisschen trocken und dann fängt er an, so Fäden zu ziehen und lässt sich schlecht vermalen. Nicht so geizig sein, Nagellack ist nicht ganz so teuer. So, dann habt ihr zum Beispiel auch eine ganze Palme. Anstatt einen großen Palmwedel oder eine Palme könnt ihr natürlich auch zwei oder vier, je nachdem wie groß und lang eure Nägel sind, auf eure Nägel malen. Ich versuche jetzt hier mal so zwei schräg reinzumalen. Bei diesen Palmwedeln sieht es auch immer natürlicher aus, wenn ihr denen so eine leichte Kurve gebt, weil die hängen ja immer so schräg runter. Tada! Haben wir hier zwei kleine süße Palmwedel, die euch dann, wenn ihr am Strand liegt, ins Gesicht hängen. Ihr habt gesehen, wie schnell und einfach so ein schönes Ombre geht, wenn man die richtigen Utensilien da habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und schickt mir gerne ein Foto unter dem Hashtag FlipBeauty, wenn ihr das nachmacht. Viel Spaß dabei! Richtig, richtig cool finde ich, sieht dieses Palmdesign aus. Ich werde das auch auf jeden Fall mal auf meinen Nägelchen ausprobieren. Und das war übrigens nicht das erste Nail-Design-Video, was Melissa mit uns gemacht hat für euch. Und zwar vor ein paar Wochen hat sie euch schon gezeigt, wie man Animal Prints, also Tiermuster, auf seine Nägel bekommt. Und ganz viele von euch haben das nachgemacht und Fotos mit uns geteilt. Unter dem Hashtag FlipDIY. Lena_33, finde ich, hat dieses Design mit am schönsten nachgestylt. Das sieht super klasse aus. Kommen wir aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema, und zwar Baden. Ich persönlich mag es am liebsten, wenn man am See ist, die ganze Zeit zu mampfen. Und wer nicht auf Pommes, Rot-Weiß und Wassereis sitzen bleiben möchte, sondern ein bisschen die gesündere Schiene fahren möchte, der muss gut vorbereitet sein. Und deswegen zeigt euch Ella jetzt, wie ihr Salate im Glas vorbereiten könnt und dann natürlich zum See mitnimmt. Für unsere Salads in the Jar brauchen wir Rucola, Pinienkerne, Minze, eine Limette, Honig, Ziegenkäse, Balsamico, Olivenöl, Pfeffer und Salz, eine Frühlingszwiebel und eine wundervolle Melone. Wir fangen mit dem Dressing an, denn das kommt ganz unten in unseren Jar. Wenn wir nämlich dann unseren Salat am Ende mitnehmen und das mittags essen wollen, dann können wir ihn schütteln, haben das Dressing überall und der Salat bleibt schön knackig bis dahin. Dafür vermischen wir Honig, ein bisschen Öl, den Balsamico, den Saft von einer Limette, den pressen wir jetzt gleich mal aus. Das hier ist natürlich unser Lieblingsrezept. Wenn ihr ein Dressing, ein anderes Dressing viel lieber mögt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Aber ich würde das hier auch mal ausprobieren. Dann können wir das mal ein bisschen verrühren. Und wenn alles gut vermengt ist, dann kommt da noch Salz und Pfeffer rein. Unser Dressing ist fertig. Das können wir jetzt hier ganz unten in den Jar reingeben. Als nächstes kümmern wir uns um den Ziegenkäse. Den müssen wir einfach nur würfeln und schon mal in den Jar reingeben. Als nächstes kümmern wir uns um unsere heilige Melone. Und die schneiden wir auch einfach klein, so dass sie in den Jar reinpasst und am besten so ein bisschen mundgerecht ist. So, und jetzt kommt oben drüber der Salat und der wird eben nicht matschig, weil die ganzen flüssigen Sachen alle unten sind. Und da bleibt das schön knackig und lecker. Und dann haben wir hier noch Minze und die ist wirklich der Knaller in so einem Jar, weil die nochmal so einen richtig schönen Geschmack gibt. Und für so ein bisschen Crunch geben wir noch ein paar Pinienkerne oben drüber. Und ganz zum Schluss schneide ich mir noch ein bisschen Frühlingszwiebel klein, damit es auch ein bisschen würzig ist, das Ganze. So, und meine Zwiebel gebe ich hier noch schön an den Rand. Und wir sind fertig. Für unsere zweite Variante brauchen wir wieder Rucola, Walnüsse, Granatapfel, Pinienkerne, Erdbeeren, Salz und Pfeffer, Chiliflocken, Öl und Rhabarber und Frühlingszwiebeln. Wir fangen wieder mit dem Dressing an. Und zwar geben wir dafür einfach die Granatapfelkerne und den Saft hier rein. Ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer und für ein bisschen Schärfe Chiliflocken. Und alles verrühren. Und wie eben auch kommt das Dressing ganz einfach als allererstes in den Jar. Wir könnten jetzt als nächstes die Erdbeeren unten reingeben, aber dann werden die doch ein bisschen matschig. Deswegen mache ich als nächstes den Rhabarber und den schneide ich einfach klein. Und man hat unten diese eine, den mache ich ab. So, und der kommt dann da rein. Jetzt können wir uns um die Erdbeeren kümmern. Die schneiden wir auch einfach klein. Macht sie nicht zu klein, damit die nicht matschig werden. Dann kümmern wir uns um die Frühlingszwiebel. Da nehme ich allerdings nur so ganz, ganz kleines bisschen, weil ich den Geschmack nicht zu doll drin haben will. Und zum Schluss wieder unser Rucola. Und für ein bisschen Crunch haben wir jetzt noch unsere Pinienkerne und die Walnüsse. Die Pinienkerne würde ich so reintun, aber die Walnüsse vielleicht ein bisschen klein schneiden. Und damit ist auch die zweite Variante fertig. Und für die dritte Variante brauchen wir Spinat, Tomaten, Blaubeeren, Honig, eine halbe Zitrone, Avocado, Chiasamen, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Balsamico. Und dieses Dressing machen wir auch wieder mit dem Honig
die halbe Zitrone. Dann wieder ein bisschen Olivenöl, Balsamico und Salz und Pfeffer. Zuerst kommt das Dressing rein, dann die Chiasamen, damit die schön aufquellen. Dann die Tomaten, die Avocado, die Blaubeeren und der Spinat. Und das sind sie, unsere wunderschönen Exemplare. Die sehen nicht nur hübsch aus, sie sind auch richtig, richtig lecker. Macht die unbedingt nach und schickt uns gerne Bilder mit dem Hashtag Flipfood. Das war es auch leider schon wieder für heute, aber nicht traurig sein, denn ihr könnt natürlich nächste Woche um 22.20 Uhr wieder einschalten. Ansonsten gibt es alle Videos nochmal auf nicknight.de und unserem Flippy-YouTube-Channel. Folgt uns auf jeden Fall auch auf allen Social-Media-Kanälen wie Insta, Twitter, Facebook oder Snapchat. Wir heißen überall hey_flip. Viel Spaß euch auf jeden Fall. Viel Spaß euch auf jeden Fall beim Planschen und bis zum nächsten Mal. Da mit dem Thema Wild Wild West und wir werden nicht hier im Studio sein. Ich meine, eigentlich sind wir auch gerade am Strand. Sind wir auch gerade am Strand. Wild Wild West Styles, Wild Wild West Essen und ganz schön wilde Tiere. Also auf jeden Fall wieder einschalten und bis dann. Ciao.